Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal. Hier werden wir in Zukunft hauptsächlich Videos zum Thema Hunter Call of the Wild hochladen. Falls es euch interessiert oder gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Aber jetzt zum eigentlichen Video. Also, als aktiver Hunter-Spieler hat man es vielleicht schon mitbekommen, dass am 20.06. das neue Emerald Coast and Outback Update ansteht. Und es kommt eine neue Map. Damish Great One kommt sogar rein, auf den freue ich mich auch schon. Und allgemein kommen ziemlich viele neue Sachen ins Spiel. Aber drei Tiere verändern sich halt besonders. Und zwar ist das der Springbok, der Wiesent und der Präriebison. Diese drei Tiere bekommen nämlich am 20.06. nach dem Update Truerex. Ein paar Tiere besitzen Truerex schon, zum Beispiel der Rothirsch. Truerex ist eigentlich, um es jetzt so ganz einfach zu erklären, dass das Geweih der Tiere einfach viel personalisierter ist oder individueller. Das kann zum Beispiel eine Geweihstange länger als die andere sein oder die eine hat mehr Enden als die andere. Und an sich ist das halt mega cool, weil die Tiere sind dadurch halt einfach einzigartiger. Es kann zu viel besseren und es kann auch zu, naja gut, nicht so tollen Ergebnissen kommen. Tiere mit Truerex werden nämlich ganz anders bewertet. Und zwar nach verschiedenen Faktoren, zum Beispiel aus der Länge oder aus dem Umfang. Das wird halt alles zusammengerechnet und ergibt dann am Ende so eine die allgemeine Wertung von dem Tier. Ja, auf jeden Fall soll dieses Feature auch bei den Springböcken, bei den Wiesens und bei den Ribisons dazu geaddet werden. Was heißt, dass ihr die alten Tiere ohne Truerex nach dem Update nicht mehr bekommen könnt. Und deswegen dieses Video, wir wollen euch nämlich dazu erinnern, die Tiere vielleicht noch vor dem Update zu holen, weil ihr die danach nicht mehr ohne Truerex bekommen könnt. Und sie danach sozusagen einzigartig werden, wenn ihr sie in eure Lodge stellt. Ja, wo finden wir denn eigentlich die Tiere? Also Wiesens findet ihr nur in Hirschfelden, der kostenlosen Map neben Layton Lake. Genauer gesagt findet man die eigentlich nur in der westlichen Seite der Map, das heißt hier. Die Wiesens trinken von 10 bis 14 Uhr und wir würden auch nur empfehlen, die Trinkzeiten zu handeln, weil die anderen Bedürfnisgebiete sind nicht so einfach zu jagen wie die Trinkzeiten. Und die Trinkzeiten sind viel einfacher zu finden als die anderen Bedürfnisgebiete. Wenn ihr ein Dia haben wollt, dann ist das Beste natürlich ein Level 5er, der eine Wertung von mindestens 270,4 hat. Ein Level 4er würde auch gehen, aber die sind nicht so oft Diamant wie die Level 5er. Natürlich empfiehlt sich ein Diamant am meisten, aber die Wiesens haben auch verschiedene seltene Fellfarben, wie zum Beispiel albinistisch, melanistisch oder auch gescheckt. Aber gescheckt ist in dem Fall nur selten, wohingegen die anderen beiden sehr selten sind. Vergisst bei den Wiesens nicht, dass ihr eine Klasse 9 Waffe braucht. Dabei empfiehlt sich zum Beispiel eine 7mm, also die 7mm, die auch im Basegame vorhanden ist. Aber für Leute, die auch DLCs besitzen, gibt es natürlich auch noch viele, viele andere Alternativen. Kommen wir zu den Präriebisons. Die Präriebisons sind eigentlich gefühlt gleich wie die Wiesens, nur dass sie auf verschiedenen Maps zu finden sind, also nur auf Silver Ridge Peaks und auf Yukon Valley. Auf Silver Ridge findet ihr sie nur im unteren Teil der Map, also genau hier. Wie bei den Wiesens müssen die Präriebisons auch mindestens Level 4 haben, oder natürlich im besten Fall Level 5. Um ein Diamant zu haben, sollte die Wertung mindestens bei 221,15 sein. Wie bei den Wiesens gibt es hier auch verschiedene seltene Fellfarben, wie albinistisch, melanistisch und leuzistisch diesmal. Ribisons sind auch Klasse 9 und deshalb solltet ihr die 7mm bei diesem Tier auch beibehalten. Natürlich gehen auch viele andere DLC-Waffen. Ich persönlich würde für die Nicht-DLC-Spieler die 7mm empfehlen, wie schon gesagt. Aber persönlich, für die Leute, die DLCs haben, zum Beispiel das neue Hand-Power-Pack, da würde ich die Tsugiri empfehlen, weil die geht von 7 bis 9 und das ist einfach eine starke Waffe, die den Wiesent oder den Ribison schnell umlegen wird. Ja, kommen wir zu Springböcken. Mit den Dingern hatten wir schon ein paar Probleme. Die Viecher haben keine Trinkzeit und chillen sich zu 90% nur in irgendwelche Büsche und Bäume und
Auf jeden Fall hat es uns nicht wirklich Spaß gemacht, die Viecher zu hunten. Ich persönlich wurde schon sehr oft von den Level 5ern getrollt. Ja, auch die brauchen Level 5. Vielleicht waren wir einfach nur sehr unlucky. Aber wir wurden so oft von den Dingern getrollt, dass es einfach im Allgemeinen keinen Spaß gemacht hat. Aber vielleicht wird es ja bei euch anders. Vielleicht wird der erste Viecher schon Diamant. Wer weiß, testet es doch einfach mal. Einfach dranbleiben, das ist das Wichtigste. Niemals aufgeben. Ja, auch Springböcke haben natürlich eine sehr seltene Fellfarbe, das ist albinistisch. Dies ist aber so selten, dass ihr wahrscheinlich niemals eins sehen werdet. Wenn doch, dann lasst es uns doch sehr gerne wissen. Denn sowas sieht man echt nicht alle Tage. Springböcke gibt es nur in der Savanne. Das heißt, ihr müsst den DLC dafür haben. Ohne DLC wird es nicht funktionieren. Die brauchen eine Wertung von 110,7 und müssen dabei am besten Level 5 sein, aber ein Level 4er würde es auch machen. Anders als bei den Wiesens und Präriebisons braucht ihr hier eine Waffe der Klasse 3. Da empfiehlt sich für die Nicht-DLC-Spieler die erste ganz normale Standardwaffe, die reicht vollkommen für die Dinger aus. Das sollte die schnell holen. Für Leute mit DLC gibt es natürlich noch viele andere Varianten, aber wir haben persönlich jetzt die Solo-Kin am besten gefunden. Müsst ihr für euch selbst gucken, aber das ist nur eine Empfehlung. Eigentlich kommen Springböcke auf der ganzen Map vor. Am besten empfehlen wir euch, von diesem unteren Haus die Uhrzeit auf 5.30 Uhr zu stellen und dann zu dem Haus in der Mitte zu gehen. Dabei solltet ihr viele Fressspots finden, die viele Tiere enthalten. Aber es würde auch gehen, einfach hier oben, relativ weit oben an der Map, einfach mal zu gucken. Und der Uhrzeit von 5.30 Uhr bis 14 Uhr solltet ihr viele von den Dingern finden. Unsere zwei Diamanten hatten wir persönlich hier und hier oben auf der Map. So, damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ihr kennt das schon, falls es euch gefallen hat, liked, schreibt gerne einen netten Kommentar. Wir haben Bock, mehr Videos über Hunter zu machen, viele Ideen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne dabei unterstützen.